verschaffe dir Zutritt zum Kommunikationskern des Power Routers. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und damit willkommen zurück zum Torn 2.0. Wir haben mittlerweile wieder Punkte für ein Upgrade bekommen. Also ich will ja ein bisschen immer was aufsparen, aber ich denke aber mal, dass ich hier die Energie ein bisschen pushe. Denn das, was man mittlerweile immer auch an Subroutinen findet, die werden ja mitunter auch mal besser als die, die man finden kann. Und die brauchen ja immer immense Energien dann auch, die man zum Runterladen halt benötigt. Und irgendwann kann es sein, dass es einfach nicht ausreicht, wir aber auch keine Möglichkeit haben werden, irgendwo noch Energie aufzuladen. Deswegen pushe ich erstmal das ein bisschen. Ansonsten habe ich immer hier noch genug auf Reserve, falls ich mal irgendwas anderes dringend brauchen sollte. So, wir sind da jetzt ja mehr oder weniger gestrandet. Wobei, wie würde man das hier in der Welt von 1 und 0 nennen? Hier ist gleich eine Update-Notiz. Ich auf dem Menü drin und habe gar nicht gesehen, was für Subroutine ich drin habe. Rotstab kann ich immer ersetzen durch den Rotstab. Ja, jetzt habe ich dafür gar keinen Platz. Und dafür raus. Ich denke mal, das brauche ich erstmal nicht. Das hier rüber. Nein. Den sollte ich doch mal als nächstes optimieren. Na, ja, siehst du. Brauchen wir den gleich, weil der uns entdeckt hat. Da haben wir doch nichts gemacht. Aua. Ah. Nein, ah. Zoom raus. Au, au. Okay, das war nichts. Bin ich da irgendwo runtergefallen? Das war jetzt das letzte. Das war das letzte. So, verteilen wir nochmal ein bisschen Magie. Jetzt die Update-Notiz und dann können wir erstmal ganz schnell die abhauen. Boah! Ich nehme doch erstmal den Diskus. Aua, aua, aua! Ah! Wenn das. Okay, ich renne erstmal weg. Oh, hier scheint es erstmal sicher zu sein. Jetzt nochmal Energie verteilen. So, da hätte ich jetzt gerne nochmal den Präzisionsstab. Wackelt ja ganz schön rum. Und es wird ein Koffer. Ah, jetzt bewegt er sich. Oh, das war nix. Ah! Bloß weil er nicht stillhalten wollte. Oh, da ist er weg. Ja, und eine andere Sache, ob es einfällt, warum halt ein Upgrade der Energievorräte besser ist. Die Subroutinen, wenn man die halt optimiert, verbrauchen immer mehr Energie auch. Da war ja, wird auch andere Waffen einsetzen werden, die halt auch mehr Energie brauchen. Brauchen wir mehr Energie. So einfach. Brauchen wir hier alles für Genehmigung. Eine. Drei.
zuerst. Ach, ich mag die Punktpassage in diesem Spiel nicht. Au. Jetzt schon mal eben raus. Ach, ein Videoarchiv, auch gut. Oh je, die werden eklig. Erinnere ich mich auch noch, das sind ziemlich eklige Gegner. Oh ja, alles. Ah! Und dass man hier immer so schlecht kleine Schritte machen kann. So, Genehmigung. Laden wir zumindest runter, angucken, was uns ist. Ja, nicht normal. Hier oben nichts? Ach, da kommt man gar nicht hoch. Gefallen. Scheint so, als hätten wir hier erstmal alles erledigt. Alles aufladen. Okay, dann weiter. Ah, vorbeigelenkt. Ist er? Oh, noch einer. Und weg ist er. Dann telefonieren wir jetzt mal eine Runde. Da brauchen wir noch eine Genehmigung für.
Warum ist die Musik eigentlich noch so stressig? Was? Was? Wo? Wo? Da oben! Wieder speichern. Sonst haben wir ja hier alles. War jetzt, glaube ich, auch die Genehmigung, mit der wir jetzt hier die Nachricht empfangen können. Verbinde mit IO-Raster. Alle ICP-Einheiten auf dem Routerknoten müssen deaktiviert werden. Doch zuerst musst du die Kommunikationsbits des Routers daran hindern, den Kernel zu entdecken und nach Verstärkung zu schreien. Knoten deaktiviert. Vernichte die Kommunikationsbits. Ich beobachte ihre IO-Sockets. Kommunikationsbit. Drei Kommunikationsbits überwachen die zahlreichen Energieanforderungen, die an den Power-Router gerichtet werden. Energie ist der Lebenssaft und muss effizient verteilt werden. Sind ein oder mehrere Bits außer Betrieb, wird der Kernel umgehend benachrichtigt. ICP-Einheiten überprüfen dann die Lage. Ich vermute mal, ganz entspannt wird das nicht. Oh, drei E-Mails. Gerichtsabteilung. Geburtsdatum 25. September 1974. New York, USA. Abschluss Harvard University. Anmerkungen. Die geborene Führernatur zeigt sehr selten seine wahren Gefühle und ist daher schwer einzuschätzen, was Ehrlichkeit und Motive angeht. Betrifft Seth Krohn, dritten. Trifft Dr. Eva Popov. Okay, Geburtsort, Datum. Eine sehr ehrgeizige Person, spricht fließend Englisch, Deutsch, Russisch und Kantonesisch, ausgezeichnet bei der Verwaltung großer Gruppen, bei Einzelgesprächen oft unnahbar. Betrifft Esmond Barsa. Abschluss. Summa cum laude, Esmond ist extrem selbstkritisch. Er kennt oft seine eigenen Leistungen nicht an, was zu häufigen Anfällen schwerer Depression führt. Okay. Mit den Namen kann ich jetzt erstmal nicht so viel anfangen. Auch einfach daran liegen, dass ich mir die Namen bei den E-Mails nicht gemerkt habe. Hier, Test. Ja, wir springen jetzt hier von einem Punkt zum nächsten. Gehen aber zurück, die Energie aufladen. Aber wir jetzt an einen kleinen Abschnitt kommen, wo es nicht geht. Upp, falsch. Ja, Lane ist auch etwas, was ich kaum nutze. Ah, jetzt sind wir hier eins höher. Das klappt das. Nein, schade. Ah, war vielleicht eine dumme Idee. Ah, mein Diskus. War wieder geblockt.
Habe ich jetzt noch was von den Datentrümmern? Ah, eher nicht. Wir können gleich mal einfach meine Gesundheit dann aufladen. Genehmigung brauchen wir noch. Unbekannte Subroutine. Warte mal fest, dass es bei einer Subroutine dann eine ist, die wir schon haben. Wollen wir mal sehen. Denke ich alle, ja, hier ist doch gar kein Wachsignal. Ach, Gesundheit. Ja, siehst du, Virenscan haben wir schon. Mal so lange den Schrotstab nehmen, wie ich jetzt nicht den Sprung nehme. Kann ich aber noch nicht abschalten. Jetzt mitlaufen. Nein, Fetch. Erstmal den Objektiv jetzt aus der Entfernung kaputt machen kann. Beschießen. Ja. Und noch einer. Nicht so aus. Warten, bis die nächste Lieferung ankommt. Da. Oh, ging er noch. Ah! Jetzt auf die Waffen wegpacken. Aua! Von wo? Ja. Dann hätten wir jetzt die Doppel geschaltet. Oh, 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 nein! Ah, verdammt! Okay, da geht's gepennt und besser warten sollen. Mal das Ganze. Thank you.
Ja, zu spät. Jetzt so darauf achten, dass ich nicht wieder runterfalle. Wer sich das hier ausgedacht hat, der gehört auch in den Papierkorb verschoben. Okay. Wir warten auf die nächste Tour. Ach, die Musik ist wieder so stressig. Kommt hier noch einer? Ach, der bewegt sich ja ein bisschen schneller als der andere. Ah, geschafft. Wow, au, au, au. Oh, Gesundheit. Boah, sonst nichts weiter fallen lassen. Was ging jetzt hier eigentlich weiter? Dadurch einen neuen Datenstrom. Da kann ich ja nicht, da bin ich ja auch hergekommen. Ach, jetzt kann ich hier weiter. Das jetzt aktivieren oder was? Ah. Ich weiß gar nicht so recht, wann ich blocken soll. Oh Gott, wir haben alle Update-Notizen. Aua, 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 aua! Ah. Warum die Plätze nicht mal auf? Das ist dann gleich mal mit dem Schrotstab im Nahkampf. Boah, wie viel Panzerung hat der denn? Okay, der ist weg. Hui. Naja. Naja. Mal kurz die Eigenschaften angucken. Kugeln, Streuwerk und geringer. Okay. Ah, und der hat dann die Energiebrücke aktiviert. Den Datenstrom aktiviert, der hier herausführt. Ich schlage vor, du nutzt die Gelegenheit, bevor der Kernel herausfindet, dass hier etwas nicht stimmt. Doch, hier ist doch alles gut. Was ist aber doch nochmal mit dem Schrotstab? Speichern. Einfach voll Karacho rein. Mal schön noch den Kopf halten. Dann ist er auch recht schnell tot. Jetzt kommen gleich von hinten wieder welche.
Ah. Okay. Bei denen mit dem Diskus ist es nicht so toll. Zeigen ein bisschen mehr kassiert als vorher. Ich muss mal jetzt nachgucken. Keine richtige Sprint-Taste. Nee, das ist also quasi schon Sprinten, was ich hier mache. Ah, gepennt. Die mache ich mal mit dem Schrotstab jetzt platt und dann nehme ich gleich mal den Sequenzer-Diskus. Ah! Okay, ich nehme gleich den Sequenzer-Diskus. Ach, den habe ich auch. Na bitte, das sah doch mal gut aus. Will noch jemand was haben? Gut, dann weiter. Ausbildung der Datenvampire von Popov an Crown. Gute Nachricht, Mr. Crown. Wir haben die erste Trainingsphase abgeschlossen. Unsere Datenvampire passen sich gut an die Umgebungssimulationen an. Biologischer Stress ist minimal. Die wirkliche Herausforderung ist es jetzt herauszufinden, wie effektiv sie gegen unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen sind. Das dürfte interessant werden. Also, das, was wir im Video gesehen haben. Neues. Ah, jetzt mal Sria. Ich denke, das hier ist eine gute Stelle, um erstmal wieder eine Pause zu machen. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Also, bis dahin.